Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Ich möchte dir heute dieses kleine Seepferdchen zeigen zum Häkeln. Das ist aus 100% Baumwolle. Man kann es als Deko nehmen für eine Kerze. Man kann es dann mit Stecknadeln auf eine dicke Kerze aufbringen. Es muss aber auch aus 100% Baumwolle sein, weil das Hitze mehr abhalten kann. Natürlich, wenn die Kerze runterbrennt, muss man es immer weiter unten ansetzen und vor allen Dingen eine Kerze nehmen mit einem ganz dicken Durchmesser oder am besten gleich eine LED-Echtwachskerze, wenn Kinder im Haushalt sind. Dann kann gar nichts passieren. Auch alle anderen Deko-Sachen zum Häkeln, wie Fische, 3D-Fische oder diese Plattenfische, Kugelfische, Seestern findest du alles in meinem Kanal. Aber heute geht es um das kleine Seepferdchen, was man auch toll auf Schwimmbeutel, Schwimmtaschen, Shoppertaschen aufnähen kann. Mal auf eine Kinderjacke, also kann man ganz viel mitmachen. Es peppt gewaltig und dann hoffe ich, die Idee gefällt dir und du möchtest es gerne mit mir häkeln. Und nun zeige ich euch erstmal, wie ich so ein Seepferdchen oder überhaupt einen Entwurf mache. Ich habe eine Pappe, einfach eine Verpackungsplatte. Und dann fange ich an zu zeichnen. Erstmal Schnäuzchen vom Seepferdchen. Dann einen dicken Bauch. Dann kommen wir ins Schwänzchen. Das ist immer so schön geringelt. Wird dann dicker. Komm raus. Und dann schließen wir den Kopf. Und dann haben wir natürlich auch noch die Spitzen so dran, die dann flach auslaufen. So, und das ist jetzt mein Grundmuster dafür. Kann man auch ein bisschen verbessern, vielleicht den Bauch noch ein bisschen dicker. Und das ist immer so der Anfang, wenn ich mir was überlege, wie ich das so mache, stehe ich der Kopf ein klein bisschen kürzer oder hier noch ein bisschen dicker. Und das ist dann mein Grundmuster, wie ich dann anfange. So, vielleicht noch ein bisschen größer, so. Und das ist jetzt schon das Seepferdchen. Als Entwurf erstmal. Jetzt, nachdem der Entwurf steht, was brauchen wir? Wir brauchen eine 100% Baumwolle in weiß und hellblau. Dann vielleicht noch eine Perle fürs Auge oder ein dunkelblaues Negern, wenn wir das Auge aufsticken wollen. Wir fangen an mit Weiß und fangen an, häkeln von oben nach unten. Die Häkelnadel ist eine 3 bis 3,5. Das muss auf der Banderole von der Wolle stehen und dann passt das schon mit der Lauflänge. So, wir machen 3 Luftmaschen. 1, 2. Und schließen die mit einer Öse zu einem kleinen Ring. So. Wir machen am Anfang 2 Luftmaschen, 1, 2, und gehen jetzt in die Öse und häkeln feste Maschen hinein. 1, 2, 3, 4, 5. So, dass wir so einen Halbkreis haben. In die letzte Masche machen wir keine feste Maschen. Dann machen wir eine Luftmasche, drehen herum und häkeln in die erste 2 feste Maschen. 1, 2. Die nächste auch 2 feste Maschen. 1, 2. In die nächste wieder 2 feste Maschen. 1, 2. Wieder 2 feste Maschen. 1, 2, dann wieder 2 feste, 1, 2. Und so ist schon der Oberkopf entstanden. So, jetzt machen wir 1, 2, 3, 4. Ich muss mal messen, so geht das dann auch. 4, 4. Plus eine Luftmasche. So, die erste bleibt frei.
in die zweite eine feste, dann noch eine feste, noch eine feste, noch eine feste und noch eine feste Masche. So, und so fängt jetzt unser Schnäuzchen an. Dann kommen wir in den Teil, wo wir die Luftmaschen haben. Wo wir die Luftmaschen gefangen haben. Der Anfang von unserem Köpfchen. 1, 2, 3 feste Maschen. Und die letzte 2. 1, 2. So, dann machen wir eine Luftmasche, drehen das Ganze, die erste bleibt frei und dann häkeln wir wieder feste Maschen darüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. Jetzt machen wir zwei Luftmaschen. 1, 2. Lassen die erste frei. Und machen in die allererste Luftmasche eine feste Masche. Und häkeln jetzt bis zum Ende wieder feste Maschen darüber. So entsteht das jetzt. So, und die letzte müssen wir zwei feste Maschen machen, ein bisschen zunehmen. Dann eine Luftmasche am Anfang. Drehen. Und dann häkeln wir 1, 2, 3, 4. 5, 6 feste Maschen. Nein, 5. 5 feste Maschen. Drehen. Eine Luftmasche und drehen. So, dann die erste 2. 1, 2. Wieder zurück. 1, 2, 3. 4. Ihr seht, so entsteht das weiter. Eine Luftmasche. Drehen. 1, 2. Jetzt häkeln wir mit dieser noch eine Reihe ohne Zunahme. Einfach nochmal zwei Reihen darüber. Das war jetzt die erste. Jetzt noch eine. Anfang wieder eine Luftmasche. Jetzt machen wir in die erste zwei Maschen. 1, 2. Und in die letzte auch zwei Maschen. Wir müssen ein bisschen zunehmen für den Körper, dass das ein bisschen dicker wird, das Ganze. Am Anfang wieder zwei Luftmaschen, dann einmal abhäkeln, ohne Zunahme, und in der nächsten Reihe nach dieser wird in der letzten Masche wieder zwei Maschen eingehäkelt. Und am Anfang, bedenkt dran, bitte immer eine Luftmasche. Am Anfang eine Luftmasche und jetzt da nochmal zwei Reihen feste Maschen darüber. Und dann müssen wir abnehmen. Aber erstmal zwei Reihen so darüber häkeln. Am Anfang eine Luftmasche und dann in die erste einstechen, in die zweite heraus und zusammen häkeln. Und das machen wir jetzt da drei Reihen lang. Die Masche vorne beim Bauch immer zwei Maschen zusammen häkeln, aber nur vorne da, wo die Schnauze ist.
immer zwei Maschen zusammenhäkeln. Hier war es der Anfang, dann ist es das Ende von der Reihe und dann ist es wieder der Anfang von der Reihe. Aber wiederum, ich kann es auch zeigen, dann sind wir auf der sicheren Seite und es ist ja so klein. Ihr seht, hinein, heraus, zusammenhäkeln, eine Luftmasche drehen, hinein, heraus, zusammenhäkeln und jetzt die Reihe zu Ende häkeln mit festen Maschen. Wir sind jetzt am Ende der dritten Reihe bei der Abnahme und müssen jetzt in die letzte Masche drei feste Maschen machen. Eine Luftmasche und nach vorne häkeln. Weil wir jetzt mit dem Runden anfangen. So. Und die letzten beiden häkeln wir wieder zusammen. In die erste hinein und die zweite heraus. Schön weit vorne, damit es keinen Absatz gibt. Zusammengezogen, Luftmasche, drehen. So, die erste ganz normal einstechen, 1, 2, abhäkeln und in die letzte Masche wieder 2 feste Maschen. 1, 2. Eine Luftmasche, die ersten beiden zusammenhäkeln und die letzten beiden zusammenhäkeln. So, und wir sind jetzt vorne beim Maul. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig, passt bitte auf. Wir machen jetzt keine Luftmasche, wir gehen in die Reihe darüber und machen 2 feste Maschen hinein. 1, 2. Dann gehen wir in die nächste Reihe und machen Stäbchen hinein. 1, 2, 3, 4. Es gibt so einen schönen Bogen. Das seht ihr hier. Wir haben jetzt die 4 Stäbchen gemacht. Und jetzt müssen wir nach innen kommen. Und zwar setzen wir jetzt eine feste Masche in das Stäbchen hinein. Und dann noch eine feste Masche in das Stäbchen, in das letzte Stäbchen auch hinein. So dass wir ein bisschen nach innen kommen. Dann machen wir 2 Luftmaschen. 1, 2 und machen in das Stäbchen wieder eine feste Masche. So. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und dann haben wir so ein Schwänzchen, das müssen wir dann gleich noch ein bisschen zum Schluss festnähen. Und machen wir eine Luftmasche, drehen das Ganze und machen noch mal eine feste Masche hinein. Dann machen wir eine Öse. Und dann ist es auch schon fertig mit dem Gedrehten. Wir schneiden ab, großzügig, wir müssen es ja noch benähen, und ziehen es durch die Öse hindurch. So, die Grundform ist jetzt gegeben. Natürlich machen wir das jetzt auch noch ein bisschen schöner. Und am Oberkopf, die Rundung ist schön. Ab hier, wo wir dann die Reihen angesetzt haben, stechen wir ein, ziehen uns eine Öse, keine Luftmasche dann machen und häkeln feste Maschen am Rückenteil entlang. Schön einstechen, das gibt so einen schönen Abschluss und dann können wir auch prima dann in hellblau noch anhäkeln. Aber erst brauchen wir jetzt mal eine schöne Kante, weil wir ja da abgenommen haben. Und dann häkeln wir einmal herunter, immer in die Luftmaschen einstechen, die wir da hatten. Und dann wird das wirklich ganz ordentlich.
und gibt wirklich eine richtig schöne Kante. So. Ihr seht, wie schnell das geht und wie ordentlich es dann aussieht. Wir häkeln bis zur letzten Reihe runter, um die Rundung nicht, weil wir ja da ordentlich die Reihe haben, die festen Maschen plus die Stäbchen. So, jetzt sind wir gleich unten angekommen. So, und in die letzte Luftmasche der letzten Reihe ziehen wir uns nur eine Öse und verbinden das. Und dann ist es ganz ordentlich. So, dann können wir es abschneiden, durchziehen, Fäden müssen wir dann noch vernähen. Und das ist jetzt erstmal die Grundform vom Seepferdchen. Und dann häkeln wir jetzt natürlich mit Hellblau auch noch an. Ihr schaut den Oberkopf. Am Oberkopf machen wir jetzt drei Luftmaschen. Die nächste zwei Stäbchen. Eins, zwei, drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Nochmal drei Stäbchen in die gleiche. Ups. Eins. So, wir sind jetzt an der dicksten Stelle. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spitzen. So, und jetzt lassen wir nicht frei. Wir gehen in die erste feste Masche mit einer festen. Und dann häkeln wir noch ein bisschen nach unten. So, das waren jetzt 4, 5 feste Maschen. Und dann ist es, machen wir nochmal 2 Luftmaschen. 1, 2. Drehen das Ganze. Erste frei, in die zweite eine feste. Noch eine, noch eine. So. Und dann sind wir schon fertig. Abschneiden und dann nähen wir das zusammen, dass es eine Reihe dann ergibt an den oberen. So nehmen wir es dann fest. Jetzt vernehmen wir alle Fäden. Dann machen wir noch ein Auge dran und ein bisschen was noch am Schnäuzchen. Und dann ist es schon fast fertig. Jetzt habe ich wieder mein Handarbeitsglas. Das ist einfach aus dem Gurkenglas, behäkelt, mit dem Schaumstoff drin und tolles Nadelkissen. Das habe ich auch schon gezeigt und habe ich schon so oft gemacht und verschenkt. Und die Begeisterung war immer groß. So, jetzt brauchen wir noch mal ein Fädchen in Ocker oder Gelb, was ihr zu Hause habt. Und dann wollen wir noch ein bisschen den Mund verschönern. So, wir nehmen den Faden nur einfach, wenn ihr einen dicken Faden habt. Wenn ihr was ganz Dünnes habt, so Nähgarn, dann nehmt ihn doppelt. So, Knoten rein. Und dann stechen wir von hinten etwa zwei Maschen breit ein und gehen dann wieder von hinten hinein. So, dann nach vorne. Und schon haben wir so ein bisschen den Mund umhäkelt und jetzt noch ganz fein nur die Aussparung, die wir da mit den Luftmaschen gemacht haben, auch noch mal ganz minimäßig umhäkeln, umsticken mit dem Fädchen. So, dass der Mund noch besser zur Geltung kommt.
So, und das machen wir dann bei beiden Seiten. Und dann kommt noch ein Auge drauf. Ich habe hier ein Strassauge, ihr könnt aber auch ein Perlchen nehmen oder ihr könnt einfach einen farbigen Faden nehmen und da 4-5 Mal auf der Stelle hin und her nähen. Dann habt ihr es auch. Bastelstube. Ich finde es immer ganz toll, wenn es auch schön glitzert und funkelt. Und dann kann man ganz toll hier, wenn man nicht gerade Kinder hat und die an sowas rummachen, gerade so kleine Kinder und das dann verschlucken, noch aufpeppen mit Strasssteinchen. Und dann eignet sich am besten ein Textilkleber oder hier die Heißklebepistole, muss man dann nur auf die Finger aufpassen. Und dann kann man wirklich noch das Seepferdchen mit Strassstein aufpeppen oder die Fische, die ich euch schon gezeigt habe, zum Einstecken in Deko oder diese zum Annähen, aufpimpen. Das ist dann auch nochmal eine Idee und Strass sieht immer schön aus. Und so siehst du nun das fertige Seepferdchen gehäkelt, um es als Applikation, als Kerzendeko zu benutzen. Man kann es toll auf eine Tasche nähen, auf einen Schwimmbeutel, eine Kerze pimmen, wie jetzt hier dieser Fisch, einfach mit Stecknadeln, die man ein bisschen heiß macht. Und weil es 100% Baumwolle ist und ihr eine dicke Kerze bitte benutzt, brennt es nicht ab und man muss es halt immer ein Stückchen weiter nach unten setzen, wenn die Flamme kommt. Als Tipp würde ich auch bei Kindern auf jeden Fall eine Echtwachskerze nehmen mit LED-Licht und da passiert gar nichts und man kann es genauso festmachen mit einer Stecknadel und dann als Deko benutzen. Alle anderen Sachen findest du auch in meinem Kanal, auch das 3D-Seepferdchen. Und dann hoffe ich sehr, es hat dir gefallen und du schaust wieder mal rein. Ich würde mich riesig freuen. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Tschüss!